Schönen guten Tag. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie schnell und unkompliziert Blanco Browser Armatur selbst installieren können. Sie beginnen indem, dass Sie die Armatur auf Ihre Spüle aufsetzen. Mal angenommen, das ist die Spüle, wo Sie die Armatur aufgesetzt haben. Dann von unten kommt eben als erstes diese schwarze Gummidichtung. Dann kommt die Verstärkung, weil der Hebel ist ziemlich groß und da kann die Armatur ziemlich wackelig sein, wenn sie in der Spüle installiert ist. In der Arbeitsplatte ist das anders. Und dann kommt die Metallplatte hin und dann eben die Befestigung hier, die alle dann durch die Schläuche von unten aufgesetzt werden, nacheinander oder alle zusammen. Das heißt, wir haben hier dann die Spüle und dann wird das Ganze von unten festgeschraubt, damit es einfacher ist zum Zeigen. Und dann ist die Armatur installiert. Ja? Jetzt gehen wir zu den Schläuchen. Und zwar, Sie sehen, das ist der kürzeste Schlauch und der zweitkürzeste Schlauch hier praktisch, oder das Röhrchen, genauer gesagt. Die sind für das Filterwasser verantwortlich. Durch einen Schlauch geht das gefilterte Wasser rein in die Armatur. Hier sitzt das Ventil. Dann geht das Armatur durch den zweiten Schlauch wieder raus. Weil alle drei Wassersorten, die in die Armatur reingehen, die müssen dann letztendlich durch den schwarzen Schlauch an die Brause raus. Ja? Wir beginnen, indem wir, jetzt wird das alles klar, wir beginnen, indem dass wir hier diesen Connector erstmal an die Armatur befestigen. Hier gibt es einen Klickanschluss, das kann man voneinander trennen. Und dann wird das hier, das Teil, hier an das längste Röhrchen aufgeschraubt, sonst passt das auch nirgends mehr rein. Und dann nehmen Sie diesen Brauseschlauch und das andere Ende wird hier aufgeschraubt. Das heißt, man muss mal ein bisschen reindrücken und dann hier dann so aufschrauben. Das war's. Ja. Und dann kann man das hier miteinander verbinden. Das ist einfach nur Klickanschluss. Fertig, das war's schon. Und dieser Schlauch, der zweitkürzer Schlauch, dieser Schlauch, das ist das Filterwasser. Das kommt wieder zurück aus der Armatur und wird hier praktisch an diesen Connector ebenfalls befestigt und mit 19er Schlüssel angezogen. Zack. Und jetzt haben wir noch zwei übrige Schläuche. Dieser Schlauch oder dieses Röhrchen, wo der Schlauch befestigt wird, einfach handfest aufschrauben. Da ist ein O-Ring, das schließt sehr, sehr gut ab. Fertig, einfach handfest, mehr braucht man nichts. Und auf das längste Röhrchen kommt dann das Kaltwasser, also der Kaltwasserschlauch, Flexschlauch. So. Und die kommen eben auf die Eckventile, auf das Eckventil Warmwasser und auf das Eckventil Kaltwasser. Das heißt, wir haben hier warmes Wasser, das reingeht, dann kaltes Wasser, das reingeht und wir haben hier das gefilterte Wasser, das reingeht. Also drei Wassersorten gehen rein und dann kommt hier kommt dann das gefilterte Wasser in den Connector und hier kommt dann das Gemisch. Das heißt, wenn Sie hier mischen, dann geht das Gemisch auch durch diesen Connector in den Schlauch an die Brause eben. Die Brause, die mitgeliefert wird, die hat auch diesen Klickanschluss. Das heißt, die wird hier erstmal aufgesetzt und dann festgeschraubt. Das war's schon. Auch die Brause ist jetzt installiert. Die kann man dann hier so reinschieben. Und damit das einfach ist, der Schlauch ist ziemlich dick und am Anfang auch ein bisschen unflexibel, damit es einfach besser reingeht, damit die Brause besser reingeht, gibt es hier dieses Gewicht. Das Gewicht wird ungefähr auf dieser Höhe
dann angebracht, so dass, wenn Sie die Brause wieder zurückstecken, reinstecken in den Auslauf, so dass das Gewicht dann den Schlauch nach unten zieht und dementsprechend das erleichtert die Bedienung eben erleichtert. Ja. Es wird von beiden Seiten an den Schlauch angelegt und dann mit einfach hier festgeschraubt von beiden Seiten. Einmal hier und einmal hier. Ja, das vielleicht muss das hier gar nicht sein, das ist auch so offensichtlich. Vielleicht müssen wir das hier gar nicht zeigen, vorführen beziehungsweise. Profileffekt. Jetzt. Auf einer Seite ist eben Innengewinde. Zack. Und genau das gleiche von der anderen Seite. Hier. Ja, das Gewicht ist dran. Jetzt bleiben nur noch zwei übrige Teile und vielleicht fragen Sie sich, wofür sind die denn da? Das ist ganz einfach, um diese Strahlregler zu reinigen. Das sind schon Spezialschlüssel, mit denen kann man die Strahlregler rausschrauben und reinigen. Auch hier, ja, abschrauben und wieder reindrehen. Das war's schon. Das heißt, wir haben hier kaltes Wasser, warmes Wasser, Filterwasser. Und alles ist hier komplett angeschlossen. Genau. Und da kann in Betrieb genommen werden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg und viel Spaß. Auf Wiedersehen.